Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Legend of Zelda Wind Waker. Machen wir uns mal hier weiter im Tempel auf, wenn wir jetzt soweit alle Suchscheinwerfer ausgeschaltet. Gucken, ob wir jetzt komplett durchkommen, ohne mal runterzufallen. Gut, wir sind ja schon fast doch vor Ort. Nein, ich möchte die Kiste schieben. Die müsste ich doch eigentlich schieben können. Geht doch. So, das haben wir. Dann nehmen wir die Rubinen hier noch mit. Rubine kann man nie genug haben. Was ist hier drüben? Ah, jetzt hab ich's. Auf dem Turm, wo sie deine Schwester gefangen halten. Kommst du von da aus nicht? Selbst wenn du zu dem Raum direkt unterhalb gelangst. Der Weg, der nach oben führt, liegt nämlich auf der Rückseite des Gebäudes. Alles klar? Ja, na klar. Okay, jetzt wird's noch spannend. Okay, wir müssen stehen bleiben. Nein, wir bleiben stehen. So, 3, 2, 1, wir laufen los. Ja, haben wir doch geschafft, ohne gefangen zu werden. Ah, da ist nochmal jemand, den wir uns verstecken müssen. Gut, müssen wir ein bisschen hier stehen bleiben.
Uiuiui, da ist mir beinahe das Herz in die Hose gerutscht. Wir bleiben mal im Fass, falls da oben noch einer ist, wo wir uns vorbeischleichen sollen dürfen. Gut, dann haben wir hier einen Notweg auch noch geschaffen. Scheiße. So, da sind wir doch jetzt schon fast am Ziel. Oder ist unser Schwert? Ist geschafft. Und wieder ein Anhänger und dann gehen wir doch noch rein. Scheiße. Oi, oi, oi. Hey, yeah. Otto, Otto, wach auf, Otto. Komm zu dir, Voto. Bist du wieder bei Bewusstsein? Schwerer vom Begriff, als ich dachte. Habe ich dich erschreckt?
Aber in unserer weiten Welt ist es ein sprechendes Schiff alles andere als Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das einzige dieser Art. Wer würde also sich nicht erschrecken? Ich bin der rote Leuenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin auf deiner Seite. Otto. Alles mit angesehen, wie du zu verwunschenen Bastionen aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut, aber das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat, oder? Sein Name ist Ganondorf. Er hatte sich der göttlichen Kraft bemächtigt und plante, die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende, es ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Otto, hast du noch immer ernstlich vor, deine Schwester zu retten? Und du würdest tatsächlich jegliche Unwille dafür auf dich nehmen, sagst du? Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast, wohin du gehen musst. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden und schon gar nicht durch einen so kleinen wie dir. Aber in den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazierenden Quest erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Na jo. Dann werden wir sogleich das Segel setzen und aufs große weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir ja wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große weite Meer. Dafür verstehst du auch Nautik sicherlich, oder? Mein Lieber. Die Insel, die weit östlich der verschwundenen Bazon liegt, ist ein Umschlagsplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkte vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umschaust, wird es dir bestimmt nicht schwer fallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Auf dieser Handelsinsel findet man unterschiedliche Güter. Verschränk dich nicht nur auf das Siegel, sondern rüste dich mit allem aus, was sonst auch nützlich erscheint. Wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Gut, da sind wir jetzt auf Port Mollet. Ach, den Namen habe ich noch gar nicht richtig im Kopf. Gut, dann werden wir mal in der nächsten Folge hier unser Unwesen treiben. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.